Fake-TNT-Bunkerfalle wird heute aktiviert. Wir haben unseren größten Erzfeind auf dem Server dazu gebracht, in eine Falle zu rennen. Und wir haben alle zugesehen, wie er... Naja, seht selbst. Lasst ein Like da, abonniert mich für die 1,7 Millionen und gönnt euch die brandneuen Dunkelsmaragd All-Over-Print-Designs. Jetzt neu im Shop, alle vier edelsten Designs. Aber jetzt erstmal, was gibt's Neues aus der Ampelkrieger-Base? Hi Leute, ich bin Mark Haus von 40 und willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Minecraft-Helden. Heute hier in meiner überarbeiteten Ampel-Base. Ich habe mich hingesetzt und ich habe mir die Mühe gemacht, die komplette Base hier zu verschönern, ja? Und ich finde, das hat jetzt viel mehr Charakter. Guckt ihr das an. Ich habe überall so Blätter aufgehängt, die ich übrigens von Ben, ausgeborgt habe. Und ich habe das ein bisschen verschönert. Jetzt wirkt es vielleicht überwachsen. Erinnert mich ein bisschen so an meine Homebase. Also ich feiere das jetzt richtig. Ich habe überall so kleine Schilder aufgestellt. Ich glaube, das hatte ich letztes Mal auch schon, ich weiß nicht. Wo ich so Lavaquellen und so Infos gemacht habe. Ich habe hier noch aufgestellt. Guck mal hier, Leute. Hier ist brandneu Blobby, Floß Blobfisch. Und da ist er drin. In seinem kleinen, aber feinen Aquarium. Jetzt haben wir hier, guck mal, ich finde, das gibt immer so viel mehr Tiefe. Das ist eine Wand, jetzt hier ein Aquarium ist mit Blobby. Vielleicht kann ich ihn noch upgraden. Oh. Und Ben trifft sich gerade mit Alfie bei den Paulbergern. Jetzt? Weil die sind gerade online. Heute wollten wir nämlich reden. Und ich habe letztens mit Elina geschrieben. Mit iCrimex und Elina. Und auch mit Alfie, weil Alfie ist eigentlich ein Verräter. Hier habe ich XP-Farm gemacht mit diesen kleinen Zeichen. Ich finde, das sieht richtig aus wie XP. Auch die Farbe hier passt mega gut zur XP-Farm. Und ich habe überall Ampelkrieger-Dings-Teppiche aufgestellt. Quasi hier rot. Passt mehr, weil hier in die Richtung geht es zu Ben. Zu Dr. Banks habe ich hier hingeschrieben. Mit Rot. Hier in der Mitte ist mehr Gelb für den Enchanter und für die XP-Farm. Und hier ist Grün, das ist mehr mein Bereich. Und Leute, Easy Cheese hat jetzt hier eine große Familie. Guck mal, wo ist die Easy Maus? Hier. Leute, ich habe die ein bisschen vermehrt. Wir haben jetzt viel mehr Mäuse. Und hier ist meine private Kiste und so weiter. Ich habe überall mehr Ampelbanner aufgehängt hier. Und hier geht's hoch zum Teleporter. Und hier habe ich auch so Wollblöcke eingefügt. Für Ben, Russik oder Ryan und mich. Einfach nur, damit wir jeder ein eigenes haben, dass man uns auch einzeln per Hand teleportieren kann. Und hier, Leute, ist das brandneue Dunkelsmaragd und Overprint. Ich trank's gerade. Gibt's brandneu im Shop. Ich finde, das sieht einfach fantastisch aus. Einfach so richtig schönes Smaragd in der dunklen Höhle. Mit dem Dunkelsmaragd-Design. Das gibt doch als Hoodie, also ohne Overprint gibt es auch, falls ihr Bock drauf habt hier. Weil jetzt wird es langsam immer kühler, Leute, ja? Jetzt mit dem Wetterumschwung braucht man wieder einen Hoodie. Und es gibt auch, falls ihr Bock habt, auf Blau, also das Dunkel-Diamant-Overprint. Wenn ihr ein roter Ampelkrieger seid, zum Beispiel ein Fan von Ben, dann gönnt euch das Dunkel-Rubin-Overprint. Wenn ihr ein gelber Ampelkrieger seid, gönnt euch Dunkel-Gold. Und wenn ihr ein grüner Ampelkrieger seid, so wie ich, Dunkelsmaragd. Das sind die vier Designs. Ich finde, die sehen alle geil aus. Alles so leicht anders. Schreibt mir in die Kommentare, welches dieser vier findet ihr am besten. Shop.kauswitz.com. Nicht drauf vergessen. Und lasst ein Like da. Aber, und bewertet mal meine Base hier. Meine Upgrades. Ich finde, jetzt sieht das richtig geil aus. Aber Leute, wir machen uns direkt mal auf rüber zur Paulberger Burg, um uns mit den Rittern zu treffen. Oh nein, ich bin ehrlich. Es ist so krank, wie geisteskrank schnell man aber ist mit diesem Effekt von dieser Maus. Also, letzte Folge haben wir nämlich gesammelt, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, den SCP, nämlich die seltene Wüstenmaus. Und damit ist man so schnell gekommen. Und ich habe es nochmal getestet, mit dem Delfin ist man wirklich Hyperspeed, ja. Also, Delfin ist nochmal doppelt so schnell, wie ich jetzt schon mal bin, ja. Like, guck mal, ich kann hier einfach rumschwimmen und ich bin hier binnen Sekunden vom einen Ende der Map am anderen Ende. Und hier zum Beispiel vorne haben wir auch schon gleich die Paulberg Ritterburg. Okay. Wir müssen uns stellen. Angeblich, Leute, hat nämlich Alphastein Crymax ein Herz gezogen. Also Alphi hat einen Kill gemacht an Max. Und das ist sehr, sehr gut für uns, weil wir wollten Max eh ein Herz ziehen. Aber wenn der jetzt ein Herz verloren hat, ist der gar nicht mehr unser Feind jetzt wirklich. Also vielleicht schließen wir jetzt hier ein Bündnis mit dem. Das wäre durchaus denkbar. Und was mit Alphi ist, weiß ich nicht. Er ist ja in die Fall... reingerannt. Ja, der hat wahrscheinlich auch gerade seine Ansage hier gemacht. Hat er mich nicht gecheckt? Hallo? Chaos Flo, was geht? Hallo, bin ich, zu früh? Hey! Warte mal, Alphastein greift Elina an. Alphastein, was soll das? Verzieh dich, Junge!
wo ist Ben? Flo, wolltest du auch gerade zu dem Treffpunkt gehen, oder was? Ja, ich wollte schauen, was hier los ist. Ich glaube aber, ich bin ein bisschen früh dran. Ben hat mir geschrieben, sicherer Treffpunkt bei Easy oder irgendwie so. Sichere Insel bei Easy oder so. Okay. Ach so, er will auf die neutrale Insel. Ah, das ist eigentlich eine gute Idee. Dann lass uns bei der neutralen Insel. Warum schreibt Ben dann bei Paulberger? Okay. Okay. Ich weiß nur nicht genau, wo die ist, um ehrlich zu sein. Ja, die ist hier. Ich kenne den Weg. Okay. Bin bei Altis Laden davor. Und wieso schreibt Ben mir Treffen mit Alfie bei Paulberger? Könnte sein, dass Alfie uns verfolgt. Deswegen, ich will auch nicht leaken, dass wir jetzt die Maus haben. Aber ich glaube, die haben es gerade nicht gecheckt. Ich muss jetzt mit Ben reden, der ist unten bei IT's Laden. Jawohl, Leute! Alfie greift an! Hey, ja, aber du hast in dem Video gesagt, dass du den Einsatzplan so wieder aufmachst und schnell uns verraten wirst. Mit dem Näpfchen frisch! Alter. Okay, wir haben dir eine Falle gestellt, das stimmt, aber du hast in dem Video gesagt, dass du uns verraten wirst und den Alpha-Clown aufmachen wirst, hallo? Was für ein Verrat? Oh, ich muss den Alpha-Clown aufmachen, bitte nichts. Aber du bist ja im Ampel-Clan, oder nicht? Ja, war ich, aber ihr habt mich angegriffen. Das war eine Ansage von euch. Wir haben dich nicht angegriffen. Du hast dich selber angegriffen, wenn du den Alpha-Kern gründen willst. Lüge! Du hättest das vorher mit uns absprechen müssen. Du kannst ja nicht mehr machen. Veto! Das geht ja nicht! Wir sollen uns erstmal alle hier hinsetzen und mal beruhigen, ja. Nein, das ist eine Falle bestimmt. Ich hab hier keine Falle. Nein. Ich hab gestern für ihn repariert. Alfie, haben wir einen Schnabel? Nein, wir bauen keine Fallen. Nein, niemals. Ja gut, genau genommen. Achso. Haben wir schon falsch gebaut. Also ich nicht. Was habt ihr gegen den Alpha-Clan? Wieso kann er nicht kooperieren? Wieso müssen wir angreifen? Hä, also du kannst entweder ein Ampelkrieger sein oder ein Alpha-Claner. Ja, warte mal, Flo, aber das ist auch ein starker Verbündeter. Aber ich hab ein bisschen Angst, dass Russik dann auch abgeworben wird von dir. Ja, du Dreckiger, ey, wie du lachst. Oh, das hat wirklich ein Problem. Wer wollte den abwerben, Flo? Da stehen wir nur zu zweit. Ich will den Poppetritt abwerben. Und ich werde Ente dazu holen. Ente ist TNT-Meister. Ente, Junge, Ente ist der komplette Hochfeind. Aber wenn Ente weg ist von den Königskriegern? Du hast doch vor einer Woche gesagt, dass du Ente in Herz ziehen willst. Stimmt, aber ich hab sonst niemanden mehr. Er hat mich angegriffen. Alfie, warum tust du das? Ja, das war aber nur Selbstverteidigung. Wir haben Angst vor dem Alpha-Clan, oder? Ich hab euch nichts getan. Also ich hab keine Angst. Stimmt, tatsächlich. Ich hab euch nichts getan, Freunde. Alpha, schnell, wir haben so viel durchgemacht. Das Golderz sogar. Ja, dann möchte mich für die Falle entschuldigen. Aber du bist ja auch nicht gestorben. War ja nur ein Schreck. Wir wollten dir nur Angst machen, weißt du? Ich wäre fast drauf gegangen. Das war ein Test. Wir haben sie extra schwach gebaut. Ja. Ich nehme die Entschuldigung nicht an. Oh, nö, da ziehe ich die auch zurück. Ich wollte mich gar nicht entschuldigen, so. Apfelkrieger, ihr habt euch mit dem falschen Clan angelegt. Ja, okay. Ben, ab jetzt mit dem! Okay, Ben, jetzt! Das Töten! Was sag ich denn gut? Alpha-Clan zu tun und das wollt ihr nicht. Ihr werdet nicht mehr lange überleben, das Projekt ist bald für euch vorbei. Es ist bald für euch vorbei, Benson. Ich dachte, wir wären Freunde, aber sind wir nicht. Ja, dann trennen sich jetzt unsere Wege. Also, Alfie, wir können im Guten und im Schlechten auseinandergehen. Was suchst du dir aus? Nee, ich bleib raus, ihr habt eine Falle gestellt. Man, ihr werdet mir bestimmt auch eine Falle stellen, Junge. Nein. Ich kann mich nicht vertrauen, Freunde. Also, haben wir jetzt oder sind wir neutral, Alfie? Wie sieht's aus mit dem Alpha-Clan? Ja, das ist schon ein Unterschied. Das ist eine sehr interessante Frage. Also, Alfie, guck mal, ich sag's so, ja, man muss ja jetzt nicht befreundet sein, aber man kann am selben Strang ziehen. Ja, ich muss doch mal mit Ente reden und so. Ja, aber wenn ihr Ente ja Ente, also dann sind wir raus. Also das Alfie, sein. Vergiss nicht IT, was dem angetan IT wurde. Von Ente. Ja, was haben wir denn mit IT zu tun, offiziell? Ente und IT haben sich auch versöhnt. Ente und IT haben sich auch schon versöhnt. Die haben sich versöhnt? Da habe ich ja alles gehört, wirklich. Nee, das
deswegen. Ja, dann wollen wir gar nicht mit euch, Team. Tschüss. Ah, schubst du nicht durch, was? Guck mal, da kannst du dein Ding nicht nutzen, weil es das Combat Update live ist. Ah, da kannst du ja gar nicht wegrennen jetzt. Du bist was darunter. Ja, ich will, mach mal halblang. Lass mich in Ruhe jetzt. Guck mich her. Du weißt schon, ich kann hier einfach. Hör auf, Melonen zu essen, das ist respektlos. Nee, na, jetzt reicht's! Will ich. Oh, jetzt geht's los. Der hat sogar die Ampelfarbe. Ja, hab ich gemacht. Junge, das ist cool. Nö. Marek! Hey! Tschüss, Freunde! Tschüss. Was für Freunde, wir sind Feinde! Der schwimmt jetzt hier mit 1 km/h. Junge, ist das peinlich. Der kommt eh gleich wieder zurück. Das ist der typische Alpha-Stern-Move. Flo, wir müssen schnell zu. Ich habe ein Meeting nämlich. Also wir zusammen. Nein, ich war schon oben bei denen, aber ich war zu früh, weil du mir geschrieben hast, Paul. Wir müssen zu Easy's Haus. Ja, zu früh sein ist cringe. Nee, wir müssen zu Easy's Haus. Da ist Treffpunkt. Okay. Ja, dann lass mal rüber. Haus ist. Weißt du, wo es lang geht? Ja, lass schnell. Ich habe noch eine Minute den Mauseffekt. Ja, ich aber nicht. Junge, wie schnell du bist. Du hängst mich voll ab. Nee, ich glaube, du hast nicht ganz mit dem Eimer. Pass auf. Ich war bei deinen Kesseln. Ne? Und der eine ist ja fast voll und so, habe ich gesehen. Ja, nee, der ist Level 2. Mit F3 siehst du das Level von denen. Die müssen Level 3 sein. Ja, ich weiß. Und ich wollte den, weil es hat halt geschneit. Ich war im Schneebiom und habe Pulverschnee gefahren. Nicht über der Insel, sondern so 200 Blöcke weiter vorn. Da war halt die Grenze. Es regnet ja nicht in der ganzen Welt. Na, bei meinen, ich habe es getestet. Also, da ist wirklich Schnee drüber. Aber es ist... Nein, es geht nicht um Schnee. Es war einfach nicht überhalb des Wetters. Also wenn es jetzt zum Beispiel regnet oder schneit, ist ja dasselbe, nur abhängig davon, auf welchem Biom es halt ist, ist nicht auf der ganzen Welt. Das ist nur regional. Also, ernsthaft? Das wäre mir neu. Ja, ja. Und diese Kessel war nicht unter dem Wetter. Und deswegen habe ich gesagt, ich trage die Kessel einfach zu dem Schnee. Oh, das meintest du. Aber man kann die Kessel nicht tragen. Das war das Problem. Das war die Thematik nämlich. Aber ich habe meine zwei Kessel noch dazugestellt. Also die sind leer, aber... Aber Ben, wir haben jetzt... Also das Ding ist, meine Kessel, ich habe fast... Also ich habe 12 aufgestellt und die meisten sind Level 2. Aber wir haben jetzt das Update. Jetzt wird es weniger regnen, weil wir uns alle beschweren, es regnet zu viel und jetzt haben wir keinen Regen. Ja, die Frage ist, wenn es jetzt so noch... Du meinst irgendwie 60 Sekunden. Kann überhaupt in 60 Sekunden... Nein, also Regen kann maximal 2 Minuten mehr dauern, wenn das stimmt, was die Programmierer gesagt haben. Und mindestens 6 Minuten dauern. Okay. Also Dauer zwischen Regen. Was ist das? Die Frog Industries Fabrik. Ben, es ist einfach Froggy Industries. Es sind nice die Frog News, Flo. Ich glaube, es ist von Elina. Elina ist jetzt, glaube ich, News-Zeitungsreporterin und die macht die Frog News. Ja, okay, das kann nur von Elina gebaut sein. Ja, sieht noch ein bisschen leer aus. Froggy! Okay, bei Easy's Ding ist Treffpunkt. Wir reden jetzt mit der Crymax, ob wir uns versöhnen. Weil das Ding ist, wenn die wirklich den Alpha-Kern gründen, dann müssen wir uns wirklich Gedanken machen. Das Ding ist, der Alpha-Kern hat dann keinen, der ultra stark ist. Ich würde sagen so... ...gerade Zone ist. Ja, ich habe ja auch nicht geschossen. Also ohne sind die nicht, weil Ende hat Enker. Ich habe erzählt, du bist bereit für ein Treffen. Ja, ich denke, wir haben einiges zu klären. Es steht ja da noch was offen. Ist das die Frog News Reporterin? Frog News CEO International? Ja. Korrekt. Also das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war während einem Krieg. Ja, das stimmt allerdings. Ja, aber wir haben uns rausgehalten. Wir haben uns auf Wort gehalten. Ihr habt euer Wort gehalten, das stimmt. Ihr habt euch rausgehalten. Aber ich sag's mal so, hat Alphastein was mit euch Ampelkriegern zu tun? Nicht mehr. Nein. Nicht mehr. Er wurde vor 3 Minuten rausgeschickt. 3 Minuten? Ja. Aber das heißt, gestern war er noch Mitglied bei euch. Naja, war auch. Mitglied noch. Ja, theoretisch. Doch, gestern war noch Mitglied, ja. Okay, okay. Und ist Russik noch Mitglied bei euch? Russik ist auch noch Mitglied, ja. Mhm. Ich sag mal so, ich habe gestern ein Herz verloren gegen Alphastein. Hä, das hat er gar nicht gesagt. Ja, weil die wollten, Russik und Alphastein wollten Dennert hier aus dem Projekt raushauen. Und sie haben nur gesagt, sie lassen ihn in Ruhe. Das war nicht mit uns abgesprochen. Nö, da wissen wir nichts. Ach, das ist nicht auf euer Mist gewachsen, weil ich dachte, das wäre so Auftrag von den Ampelkriegern mäßig. Nee. Also Denergy war ja Anwärter bei uns, aber halt nur 2 Tage. Dann hat er ein TNT-Attentat auf mich gestartet.
Deswegen ist er logischerweise wieder rausgeschmissen worden. Also ich verstehe schon, warum die den jetzt gejagt haben. Sag nur, wir Ampelkriege werden immer weniger. Aber ich sag mal aber so. Aber Leute, nur die wahren Freunde bleiben. Wenn du gegen Alfie gefightet hast, dann ist ja deine Vertragsschuld damit dann auch erledigt. Und damit ist ja das, was zwischen uns stand, dann auch ne, geklärt. Stimmt, eigentlich, das war ja das, das 1v1, was ihr gefordert habt, ja. Ja. Das sollte vielleicht in den Frog News veröffentlicht werden. Also schreiben Sie das auf, schreiben Sie das auf. Klar. Ampelkrieger und die Paulberger Ritter schließen jetzt Frieden. Mhm. Genau, ja. Sehr gut. Aber warte, gut, weil mir ist das auch zu viel. Frieden. Mir ist das auch zu viel Krieg gewesen hier in letzter Zeit. Ja, ich sag ehrlich. Aber wir brauchen einen neuen Fronten Vertrag. Okay, den Vertrag parken wir auf dieser Insel. Dann darf ihn nämlich keiner klauen oder zerstören. So das ist gut, das ist eine gute Idee. Aber habt ihr noch Krieg mit diesen Königskriegern und so? Prime. Ja, schon. Also, ich hatte jetzt gestern mit End and Fight einen ewigen, ja. Ach du Heilige. Also, ja gut, also das aber heißt, wir erwarten das jetzt ein Schwert in Lava geworfen. Dass ihr jetzt auch gegen die fightet. Man könnte natürlich machen, aber warten wir jetzt nicht. Weil ich sag mal, wir sind ja jetzt gerade auch ganz gut mit denen und wir sind jetzt ja auch mit euch wieder gut. Wir würden uns dann erstmal, sofern ja, da keine... Raus, ja, einfach raushalten, uns ein paar Informationen liefern. Ich fast schon. Das Ding ist, Ben hat eigentlich ein Riesenproblem, weil wie? Leute, ich hab nämlich eine anonyme Nachricht bekommen. Wow, okay. Hast du schon Informantennetzwerk oder was? Das Ding ist doch erst einen Tag aus. Ey, Elina ist krass, sie weiß alles. Nein, das war ein anonymer Absender, hat eine Nachricht und mit der Bitte um Veröffentlichung in einer Zeitung. Das ist eine Anzeige. Das kann man machen. Und zwar, ja, das kann man immer wieder gerne. Alter. Und zwar sucht der dich, Ben. Das Problem ist, der hat auch ein Kopfgeld auf dich ausgelegt. Wie, was? Eine voll verzauberte Diamantrüstung, Schutz 4, Haltbarkeit 3. Banks, und das Bündnis ist... Ich liefer mich selbst ab, so nicht. Aber du könntest halt ein Problem haben. Ich meine, es ist ein Kopfgeld. Ich glaube, ich weiß, das heißt, wer das ist. Ja, aber wer macht denn jetzt ein Kopfgeld auf? Ich hab einen Verdacht. Wer hat so viele Dias? Wer kann so viel zahlen? Ja, und das muss ja vor allem auch jemand sein, der jetzt sich eher nicht trauen würde, selber in den Fight zu gehen. Sonst würde man ja kein Kopfgeld. Was ist dein Verdacht, Chaosflo? Warte, Ben, wir reden das kurz. Warte kurz. Komm. Flo, sag mal, warst du das? Nein, aber ich glaube, ich weiß es. Ey, das ist sehr sass. Wen vermutest du? Ben. Es gibt nur eine Person auf diesem Server, die bisher Kopfgeld ausgesetzt hat. Ja, ich habe da auch jemanden im Kopf. Der hat auch gegenüber uns schon dreimal Kopfgeld gefordert oder so. Ja. Unter anderem, ich kann das ja jetzt auch leaken, das ist ja, also mit Denergy sind wir eh nicht mehr befreundet. Denergy hat uns ein Kopfgeld gegeben für Wife's Kopf. Auf die Eiskrieger, auf Army, auf a Wife. Ja, es könnte er sein. Also, aber das Ding ist, er spielt damit mit dem Feuer. Ich glaube. Wollen wir das leaken? Ja, können wir machen. Das könnte natürlich auch sein. Okay, wir leaken es, wir denken, wer es ist. Oh, jetzt wir haben einen heißen Verdächtigen. Es gibt nur eine Person auf dem Server, die bisher Kopfgeld ausgesetzt hat. Warte mal, der hat sogar auf noch ein. Also ich weiß nicht, wir sagen auf drei. Wir sagen auf drei, wen wir vermuten. Eins, zwei, drei, Alpha Stern. Denergy. Was? Denergy? Also das weißt du halt nicht, weil das geheim war, aber ich kann es dir jetzt sagen. Denergy hat auf dich bei uns auch ein Kopfgeld ausgesetzt. Auf dich und auf Revive auch. Und auf Army auch. Auf jeden. Ich habe ein Herz für den verloren. Oh mein Gott. Aber ich muss zugeben, der ruht sich auf seinem einen Herz aus. Über eine Woche her schon. Ne? Aber es ist schon ein bisschen her. Aber damit du so weißt, was das für einer ist. Sehr interessant. Aber ich will mal noch einen anderen Vorschlag machen. Das Ding ist ja, wir verstehen uns ja jetzt wieder gut. Aber wie ich das so sehe, haben wir ja schon irgendwie einen gemeinsamen Feind aktuell. Und zwar Alpha Stein. Ja. Der ist jetzt halt auch noch nicht so stark, wenn der erstmal, weil der will halt Ente holen und so, der will den Clan. Ja, er will irgendwie seinen Alpha-Clan, glaube ich, irgendwie wieder zurückholen, meinte Edina gerade. Nicht der Alpha-Clan, Leute. Ich krieg Flashbacks. Ist für mich sowieso immer ein Ehrenloser bei den ganzen Projekten. Ich hätte kein Problem damit, auf Alpha Stein zu gehen. Ich kenne da jemanden, der auch kein Problem damit hätte. Jemand, der eine schwarze Maske trägt. Er trägt eine schwarze Maske. Ja. A Wife. Oh, ach so, die sind ja auch verfeindet. Also eigentlich ist, glaube ich, jeder mit Alpha Stein verfeindet, oder? Aber weiß Alfie? Ja doch, ihr habt ja gefightet. Ja, weil ich hab nämlich eine Ja, aber Idee, wer könnte das sein? Was ich im Kopf hab. Ja. Weil jetzt einfach gegen den fighten wird schwer, der haut halt einfach ab, ne? Die hauen immer ab.
Deswegen habe ich eine ganz andere Idee. Wir haben nämlich noch eine scharfe Falle, die war eigentlich für jemand anderen bestimmt. Aber die Person war seit einer Woche nicht mehr auf dem Server. Was? Ja, wir hatten für Study eine Falle gebaut, aber die ist jetzt immer schon geleakt. Die hat Denergy auch geleakt, der Assi, Alter. Und der war eh auch seitdem, glaube ich, gefühlt nicht mehr online. Das heißt, die ist aber noch scharf. Ich habe die erst vor 2 Tagen gecheckt, die ist noch da. Okay, das heißt, wir könnten Alfie da reinrufen. Ich glaube, wenn wir ihn rufen, wird der nicht kommen. Aber wenn Elina ihn ruft, denke ich so. Bei Elina kommt er safe. Bei Elina kommt der safe. Der wollte mich eh abwerben. Ja, der wollte dich eh abwerben. Und dann schreiben wir ihm jetzt sowas halt wie, kein Herz, aber du wolltest nochmal ein Angebot reinholen. Nein! Ja, genau, dann mach ein Interview für die Frog News. Das ist eine gute Idee. Okay, okay. Dass okay, er so dann, sagen kann, du wurdest ungerecht behandelt vom Ampelclan und dies und das und dann. Ja, das ist gut. Oh ja, das ist dann aber dann zeigt jetzt, also wo ist diese Falle? Dass wir uns da so auch. Die ist nicht weit weg, das ist in Stannis geheimer Basis beim Eingang. Ich habe aber einen separaten Eingang, also können wir irgendwie rein. Lass mal direkt drüber gehen, dann können wir das einmal angucken. Weil dann könnten wir uns gegebenenfalls da noch positionieren und dann Alfie Hops nehmen. Für den Finisher, sagst du? Oh also mein Gott. Die Falle wird den sofort weghauen. Also vielleicht, weiß nicht. Nee, es waren nicht so viele Loren, Flo, ne? Wir hatten ein bisschen, Sparmodus. Wir haben jetzt normal, also die kicken jetzt doppelt. Ach, jetzt ist normal, safe. Ich glaube, ich weiß nicht. Also wenn, dann ist er safe weg. Ja, dann kann er das gar nicht übernehmen. Ich hoffe, ich kann kurz nachschauen, wo das war. Na, du musst dich jetzt abstellen halt. So, jetzt hole ich mir mein Herz zurück von Alfie. Okay. Gekocht. Also da rechts steht's noch? Diesen, ja. Also da rechts diesen Gang darf auf jeden Fall nicht reinlaufen, da wird nämlich in Jupiter gesprungen. Also du müsstest dann aus hier. Das Ding ist aber, es ist halt zugebaut, ne? Das ist ein bisschen das Problem. Aber ich würde mich da jetzt auch nicht rantrauen, ehrlich gesagt. Also warte mal, wo ist jetzt hier die Falle? Da vorne. Drin. Beim Magma. Ja, ist da, aber worauf reagiert das? So ein Tripwire. Ja. Wenn du durchfällst, dann. Schwer sieht man gar nicht, ne? Aber ey, geh nicht, das ist da schon, das ist da gleich. Oh mein Gott. Nee, das ist hier nicht. Das ist nicht erst hinter dem. Oh mein Gott, ich sehe es. Ben ist gleich tot. Ich hab kurz die davor. Doch selbst gebaut. Lol, ist das krass. Ja, das Ding ist eigentlich, wenn Elina Alfie da gleich reinlockt, müsste sie da halt so drüber springen. So. Und was? Oh, nein. Ich meine, das ist schon möglich, aber. Ich hab's jetzt immer noch nicht gesehen, Leute. Ja, dann sieht das auch sehr schwer durch. Na, du siehst in der Wand links so eine kleine Öffnung, da kommt das raus. Elina, Mensch, war riskiert. Ja, jetzt aber die Frage, wie kriegen wir den da reingeloggt? Naja, Elina kann sich ja hier hinstellen und sagen, jo, hier machen wir Ryan ist da! Also ist schon ein bisschen fast so alles im All in mir, aber... Ja, aber irgendwie ist es aber auch schon wieder so... Halt. Ja, aber es kommt schon irgendwie so, weil wenn Elina das ja eigentlich gebaut hätte, würde sie es ja nie hier in die Luft jagen, weißt du? Ja, wir müssten aber halt, weil das ist halt zugebaut, wir müssten oben diese Steine wegkriegen, weil das ist natürlich schon, ich bin hier eingebaut, du musst dich da durchbauen, das ist ja schon ein bisschen, wir haben das halt zugebaut, da die so zugebaut war halt. Flo! Ich schicke ihm die Koordinaten und er muss genau da runter. Also nein, du müsstest ihm aber wenn, dann kurz von dem Eingang oben schicken. Ich hab sie ready gemacht hier. Es ist nur eine Patenspur, oder? Es sind nicht zwei, mehr. Es sind zwei. Auf der anderen, also bei der Erde ist noch eine. Ah, je nachdem, dass wenn er von beiden Seiten kommt, dass sie immer ausrüstet. Oh mein Gott. Meine Hand zwickt ein bisschen. Verstehe. Boah, wenn man da jetzt reinschießt. Nee, ist kann man die mal nur... Kannst du die nicht auch... Ja. Wenn du sie auslöst, verliert er aber ein Herz. Ne? Ich hab eine krasse Idee, wie wir Alphastände anlocken können. Alphastände, der nimmt alles, was er irgendwie klauen kann, macht er. Wir platzieren da eine Kiste hinten rein. Er wird safe da hinlaufen, nur um reinzugucken, was da ist. Der guckt immer in alle Kisten. Aber guck mal, aber was ist, wenn wir so schreiben, also ob Max oder Elina irgendwie im Chat schreibt, komm zu mir, Base, und dann so 7 Tell und dann so, als ob sie gefailt hat. Denkt ihr, das ist so obvious? Nee, das hat noch keiner gebracht, das wird niemand checken, oder? Wir können es probieren. Aber dann so als erste Message. Oder wir machen halt echt das Ding mit dem Interview führen, dass Elina sagt, komm hier hin in meine Base. Ja, genau so schaut Elias Base aus. Ja, ich weiß auch nicht, wie sehr Alfie das... Wie kriegen wir den jetzt hier angelockt? Ich sag, wir gehen einfach mit dem Interview. Also, wenn es da nicht klappt, okay. Dann ist halt so, aber wir können es probieren. Wir können probieren, okay, und ich soll ihm genau die Koordinaten, die du geschickt hast. Ja, das ist du könntest ihm ja so sagen, dass du ihn interviewen willst über aktuelle Geschehnisse oder so. Und deswegen fügst du ihn hier, also als Szene.
Ja, dass er so einen Eindruck liefern ja. soll. Und warte mal, ich hab... Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Alles oh gut. Das Problem ist nur... Was wäre, wenn man ihm die Koordinaten von da drin im Raum gibt und sagt, ey, bau dich hier runter, hier ist meine Base. Dann denkt er kommt da drin an, dass der Eingang läuft dann hier durch und bam. Oh, aber das ist schon risky. Da muss er nur einen Block daneben graben und dann ist schon Fail. Ich würde schon über Eingang machen. Ja, die Frage ist halt, wie kriegt man ihn dazu, hier hin zu... Ja, das ist halt der Eingang. Also das, was... Also oben, es gibt ja einen richtigen Eingang zu dieser Basis. Und dann kommst du dort raus, wenn du den benutzt. Das ist aber ja, was ist, wenn Elina... Ja, dann ist doch aber eigentlich easy. Ja, Elina wartet hier, wir geben die Koordinaten von Eingang. Er geht Eingang rein, baut die Erde auf und Elina wartet dann hier. Dann läuft er hier hin und bam. Nee, er baut die Steine darüber auf, nicht die Erde. Aber ja, nee, dann würde ich auch so sagen. Ja, dann gibt ihm das vielleicht auch nochmal so ein Sicherheitsgefühl, wenn er sich selbst hier reingräbt. Genau, genau. Und du sagst einfach, die Koordinaten sind da, ich warte in der Base. Ja, das du schickst ihm einfach die Koordinaten, Elina, die ich dir geschickt habe, das ist oben der Haupteingang, dann kommt der genau da raus. Ja. Und sagst du, ja, Interview, die Stars, bam, bam. Der ist ja weg, wenn wir den kriegen. Schreib ihm mal erstmal, sag erstmal. Nein, er schreibt mir, komm zur Kian-Farm. Nein. Sag, ich wollte auch gerade mit dir reden, aber komm in meine Geheimwelt. Sag du es so. Aber wenn du sagst, du bist vorbereitet, das klingt sus. Nee, das klingt maximal sus. Sag, du bist gerade bei deiner Geheimbase, dass er da hinkommen soll. Ja, ja, genau. Sag, du bist gerade deine Geheimbase und bereitest irgendwie die nächste Zeitung, den nächsten Zeitungsartikel vor. Junge, ich habe hier so einen Prime-Spot, Alter. Hier gucke ich da wieder rein. Ja, warte, wo bist du? Hier, der Wand hier. Okay. Junge! Warte. Okay. Aber wenn er bei Kians Ding ist, wird er ein bisschen eher brauchen. Schreibt auf gar keinen Fall! Ja, da musst du jetzt mal eine Überzeugungskunst sehen. Ja, komm, Elina, lass deinen Charme spielen. Komm, Elina muss das Ding holen. Hör rein, schreib mir. Flo, ich bin traurig. Etwas Schreckliches passiert. Was? Oh mein Gott. Ryan Cole? Was ist passiert? Hat er etwa die neue Minecraft Vampire Reaction angeschaut? Was ist passiert? Das Ding ist, komm mal. Die einzige Art, wie das hier fehlen kann, ist, wenn mein Pferd wurde getötet. Was? Was ist denn da passiert? Wenn er hier einen Block abbaut und der Block droppt auf den Tripwire, sodass dann mehr Distanz entsteht. Ich glaube, es ist die einzige Art, wie er überlebt. Sonst ist er insta-down. Denn Eifelstein hat Elina geschrieben, dass sie nach oben gehen muss. Ist er da? Oder redet sie in der Gruppe mit ihm? Junge, das ist so crazy. Komm, da hinten seht ihr, das ist der Tripwire. Man sieht ihn ganz leicht. Dass irgendeine Falle von uns mal was bewirkt hier. Aber ich weiß, wie wir dann draufgehen sollen. Ich glaube, wenn er überlebt, dann würde ich ihn eher die Rüstung abziehen oder so. Ich würde ihn jetzt nicht direkt killen. Weil schon frech und so, aber... Oh mein Gott. Das Ding ist Elina. Es könnte Elina mit wegscheppern, ist das Ding. Nein, sie geht viel zu nah ran, Oh mein Gott, die Spannung. Aber das ist der Block, der abgebaut werden muss. Da, der hinten, hinter dem Magma. Ich glaube, ich habe Prime Spot, wenn das jetzt gleich hochfliegt. Ich hoffe einfach nur, dass Alverstein nicht sie hochlockt oder so. Er will wahrscheinlich sie als Sicherheit haben, aber das Ding ist... Die werden eh kein Leben verlieren. Außer wenn Alphastein jetzt hier runterkommt, sie anschießt und sie dann im Kampf ist. Dann wird nur Elina ein Leben verlieren. Das wäre sehr, sehr, sehr traurig. Aber wenn das passiert und Alpha überlebt, dann gehen wir voll drauf und ziehen ihm ein Leben. Oh! Es ist ausgelöst. Aber er lebt noch.
ist das passiert, was wir dachten. Ist der Block gedroppt? Das hat nicht gerade. Das war ein Dia. Der Block ist gedroppt. Dia zeigen. Das war das. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Das ist jetzt. Passen auf, wir passen auf. Wie viele TNT-Rohren hattet ihr platziert? 10. 10 Stück, aber ich glaube, das Problem war, den Block, den ihr abgebaut habt, der ist runtergefallen, ja, ja. Hat die Falle ausgelöst, nicht er. Nein. Lass mal hinterher, lass mal hinterher. Hey! Alfie! Ich hab Max gehört, Max! Alfie, wo bist du? Lass Elina in Ruhe! Lass ihn jagen, Jungs. Der, wie viele Fallen will der noch überleben? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Der ist hier hoch, glaube ich. Ah, er ist bestimmt auch schon wieder full life. Ja, das hat ihn null getroffen, glaube ich. Ja. Na, no, der ist weg. Jo, Mann. Oh Mann, es war... Aber guter Try, Leute, also guter bei Try. Bei hatten wir irgendwie auch 27 Stück und das hat auch nicht gereicht. Ja, ich glaube aber mehr. Es regnet. Halt auch gar nicht. Oh mein Gott. Schade, ey, Leute. Sehr, sehr schade. Auch ja, aber wo ist er hin? Eigentlich? Boah, Entschuldigung, Leute. Ich brauche Möglichkeiten. Es regnet, Flo. Schade, schade. Ja, ich habe auch gerade gesagt. Wir müssen zurück zu unserer Pulverschniffer auf. Ja, aber ein Versuch war es wert, ey. Ein Versuch war es auf jeden Fall wert. Aber Hauptsache, die Ampelkrieger und Paulberger Ritter sind jetzt wieder, haben jetzt wieder ein Bündnis hier. Das stimmt. Guck mal, was haltet ihr denn davon? Ich wollte euch vielleicht eh noch ein Angebot machen. Mhm. Und zwar, wir sind ja gerade dabei, alles bei uns wieder so ein bisschen aufzubauen, unsere Paulberger Burg. Ja. Und wir wollen da so ein Dorf und sowas machen. Habt ihr nicht Bock, irgendwie vielleicht da auch was zu bauen, sodass da vielleicht so ein riesiges Ritterdorf entsteht? Boah, Ritterdorf? Müssten wir mit Russik besprechen. Besprecht aber euch hört gerne, sich aber. Schon nice an, würde ich sagen. Aber bei euch oder. Wenn wir so eine YouTuber-Stadt da hätten. Ja, also wir wollten das jetzt halt irgendwo so in der im Umkreis von der Burg halt machen. So weißt du, dass das wie so ein Dorf neben so einer ja, Burg ist. Ja, das Küchengrundstück sichern, Flo. Das Melonenkönigreich? Ihr könnt es euch ja mal überlegen. Mit einem Private-Strand. Was? Okay, ja, wir überlegen uns das. Okay, alles klar. Ja, danke dann für ciao, das Jungs. Angebot. Aber warte, davor, easy. Ganz kurz. Wer ja. ist aller bei den Paulberger Rittern? Wen können wir vertrauen? Also natürlich Elina, ich, Blackjack und IT. Von MBK habe ich schon länger nichts mehr gehört, um ehrlich zu sein. Ja, der da ist ja. Distanz von. Hey, yo! Hey, Chico! Hey, du hast wert verliert, Elina! Leute, ich habe jetzt ein Riesenproblem. Komm her, Alter! Du bist die nächste, Elina! Du bist die nächste! Alberstein! Du hast keine Ehre! Sorry, Flo! Du hast keine Ehre! Nein, Alter, ich kann meine Flo, Boots nicht mehr machen! Ich kann meine Boots nicht mehr machen! Ja, du hast keine Ehre! Du hast keine Ehre! Du kannst auch das nicht machen! Du hast keine Ehre, Aquamix! Ja, wenn wir ihn jetzt aber einmal treffen, dann, ja, dann kann er nicht mehr abbauen! Ja, aber triff doch erst mal! Ich stehe wie der NPC, ich hab keine Pfeile! Oh, nein, warte! Kann nur in Sicherheit haben, Cringe. Hey. Naja. Okay, Leute, dann, ihr könnt euch ja überlegen, ob ihr bei uns was bauen wollt, ja? Junge, die zieht dich locker. Push mal nicht. Oh, Elina wird Alfie, glaube ich, schon besiegen, oder? Ich glaube ehrlich, wenn das jetzt auch hier drauf da ist. Hör dir mal an, ey. Der redet, als hätte er drei Cheeseburger im Maul. Der klingt, als hätte er durchvoll. Ja, ja, weiß ich nicht. Ja, okay, Lina, musst du aufpassen, ne? Auf deinen Rücken. Könnt ihr ja. mich auch irgendwie beschützen? Ja, natürlich, Lina. Und was ist mit dem los? Der Teufel oder so? Du musst du was? Lina, wirst du da jetzt aus dem Projekt rausfliegen? Ist du mir aus dem Projekt rausfliegen? Ja, ja. Gib ihm eine Breitseite, Lina. Mein Scherz, Lina, ist du mir leid, Lina. Oh, ich hab den Fiend! Oh, ich hab. Alter, es bleibt schnell. Alter, ist der schnell! Was ist los, Alter? Alter! Hey, hier ist Ben, wo ist er? Freunde! Elina! Elina, wie geil, ist alleine! Elina, ist alleine! Nein, jetzt ist Spaß vorbei, komm mal! Alleine klären, mit dem Alpha-Clan und dir alleine! Was für Alpha-Clan! Hätte ich jetzt die Maus, wäre er dead, dann wäre ich so schnell.
Ich sag's euch, Leute. Das ist was hier, das ist was. Aber... Alle war weg. Ja, das war's. Das war's! Sieg für die Ampelkrieger! Ryan! Flo, was ist hier passiert? Ich hab die Base ausgebaut. Ja, die sieht gut aus, aber hast du das Schild gesehen, was hier ist im Gang? Was? Flo, nein. Komm, warte, komm mit. Ach so, das hab ich aufgestellt. Die können nix, Krieger? Ja, die können nix, Krieger werden verlieren, steht da. Ach so, oh, ich dachte schon, die unterbrechen. Das ist, um Luft zu holen! Ach so. Luftgold. Junge, weil so hoch wie der Worldporter ist, in dem wir gebaut haben, da muss man hoch schwimmen, checkst du? Ja, das stimmt, ist schon sehr hoch. Ben hat ein eigenes Zimmer hier? Yeah, guck mal. Yo. Ja, das sind unsere Gemeinschaftskisten hier. Die sind zufällig nur im Zimmer von Ben. Dann nehme ich mir nichts raus. Ryan, Besprechung wichtig, Alarmstufe gelb. Okay, was gibt's? Warte, bevor... Guck mal hier, kennt ihr ihn schon? Lobby? Mit dem habe ich doch eine Rechnung offen. Nein, lass Lobby. Sonst wirst du geampelt. Guck mal hier, kennst du die schon? Lol, ist es... Warte, hier rechts. Easy? Ja, guck hier, rechts. Ist ja echt, heißt echt eine Easy. Easy, was machst du denn hier? Okay, Ryan, guck mal, ich werde dir jetzt was zeigen. Das wär's für dich, okay. Verhalten. Guck mal, fütter mal einer Maus den hier. Was hast du da in der Hand? Nix. Das Seed, richtig? Ja, fütter einem ein Seed. Okay. Kriegst einen Effekt? Und jetzt hüpf mal und guck mal, wie OP das ist. Alter, ich bin ultra schnell. Ja, und in Wasser, wirklich, du schwimmst von Worldborder zu Worldborder in einer Minute. Du bist so schnell, wie wenn du einen Perman-Delfin hast. Krass. Und es hält 10 Minuten. Ah, wenn man hüpft dann so. Okay. Die Maus ist nämlich ein SCP, den haben Ben und ich gefunden. Nein, als ob ein SCP. Warte, bei uns? Ja, also mit dem, also bevor du jemals einen Fight gehst, nimm immer das. Okay. Und guck mal, du musst ja auch irgendwo ein Zimmer noch machen, gell? Komm zum Beispiel hier oder du kannst dir. Ich glaube, hier ist am besten. Schau mal hier so. Okay. Cool, dann mache ich mir noch eins. Ist das Schild hier noch da eigentlich? Ja, ne? Ja. Guck mal, Body, hier irgendwie so ein Zimmer. Ich glaube, das wäre cool. Ja. Rustig hat auch noch keins. Den Rest hab ich verschönert, weil wie findest du es mit den Blättern, mit den Ampelbannern, den Schildern? Ich habe die XP-Farm gebaut. Die ganzen Ampelbanner. Ja, das ist gut, weil ich wollte sowieso hier hin, um XP zu farmen. Ich muss noch ein bisschen enchanten gleich. Ja, die ist richtig gut. Du kannst auch hier deinen Müll reinwerfen. Aber Fäden immer rein, weil wir haben richtig viele Wolle. Aber Ryan, Alarmstufe rot. Ben, Elina, Crymax, gelb, sorry. Ich war nämlich vorhin da und Alpha Stern hat offiziell den Ampelkrieger verlassen. Also der ist kein Freund mehr von uns. Nein. Und er will Elina jetzt killen, also pass mal ein bisschen auf. Oh, ich habe vorhin schon mit Ente geredet, der meinte auch, ob ich... Ja, weiß, das Ding ist, wir haben in unserer alten Base haben wir eine Falle gebaut, wo Alpha schon reingelaufen ist, die hat aber überlebt. Jetzt haben wir heute noch ihn in eine zweite Falle gelockt, die hat er auch wieder überlebt. Okay. Und jetzt ist er sehr, sehr sauer. So ja, sauer, aber, ne? Wie wenn du einen Zombie-Pigment schlägst. So sauer, wie Ryan, wenn sein Bett abgebaut wird. Was? Kann nicht sein, du meinst so. Zack. Ja, so pass mal auf. Yo. Hä, ja, das ist nicht mal lila, das ist ein Fake-Bett. Ja, guck mal, ja. Das ist nicht mal meins. Warte, Ryan, hier. Geschenk. Oh mein Gott, der beste Kahn. Danke, Mann. Ich hab noch nie ein Bett gefärbt, glaube ich. Du brauchst eigentlich ein gelbes. Ich hab voll gefärbt. Ja, stimmt. Oh mein Gott, ich fühle mich wie zu Hause. Ja! Nein, gib das wieder. Flo, ich werf's in den Mülleimer. Es muss doch nicht enden, Flo. Wir sind doch in einem Plan. Flo. Ja. Hä? Okay, danke. Okay, du trägst meine Rüstung! Okay. Auch meine! Okay, alles klar. Aber Ryan, guck mal hier, ich habe hier auch ausgebaut. Das Ding ist, du zählst hier mit als Gelb. Also, wenn man einen einzelnen Porten will, kann man es auch einfach so machen dann. Ah, das ist smart. Ja, mach das mal, wenn du wieder unterwegs bist und 5 Jahre brauchst, um hierher zu kommen. Ja, das, ich bin halt woanders gespawnt. Aber Ryan, Ben und ich. Es hat lange gedauert hinzureiten. Toto ist tot! Was? Nein, nicht Toto! Oh, das wäre noch schlimmer. Ja, das Ding ist, Ben und ich haben noch eine geheime Strategie, also demnächst geht richtig Action ab. Ryan, du bist im richtigen Clan. Aktuelles Ampelkrieger nur Russik, Ben, ich und du. Ja, okay, ja, egal, wir sind die Besten. Dennis schießt raus, Alpha Stein ist raus. Und vielleicht kommt Easy zu uns.
Die wollte auch so ein Ampelbanner haben, aber sie wollte dreimal rot. Und wir sind... Nein, das rot kriegt Wendler-Lo, Ben. Das Ding ist, wir sind auch jetzt wieder gut mit den Paulberger-Rittern. Ah, okay. Aber okay, nicht cool. Mit MBK. Der ist nämlich ein Staatsfeind jetzt von uns. Okay, alles klar. Ja generell auch nicht, oder? Ja, ja. Okay, Ryan, was sollen die Zuschauer alle da lassen? Einen Like. Ein Like und ein Abo, Leute. Schaut bei Ryan vorbei. Schaut bei Ryan vorbei. Bis zum nächsten Mal. Shop und Kaffee bekommen könnt ihr das dunkle Smaragd-Overprint. Haut rein und ciao, Leute.